Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu Ultimate General Civil War, Schlacht von Cold Harbor. Diesmal mit der Union. 1. Juni 1864. Nach der Schlacht von Gettysburg verlor General Lees konföderierte Armee stetig am Boden, während wir nach Süden folgten. In dem Versuch, Lees Armee zu zerstören und die Stadt Richmond zu belagern, griffen wir ihn wiederholt an. Lees Armee wird zunehmend schwächer. Doch er hält noch immer die nördlichen Straßen nach Richmond. Wir beabsichtigen die Straßenkreuzung bei Old Cold Harbor, ungefähr 10 Meilen östlich von Richmond, zu sichern und seine rechte Flanke zu umgehen. Teile unserer Armee haben die konföderierte Kavallerie zurückgeschlagen und mit dem Bau von Befestigungen begonnen. Beide Armeen beginnen, ihre Verbände in Richtung dieser Straßen zu verlegen. Die Konföderierten graben sich ein und bereiten sich auf die Verstärkung ihrer Stellung vor. Verteidigung, nicht Verstärkung. Sollten sie scheitern, können wir durchbrechen und nach Richmond marschieren. Jo. Diesmal können wir alle 5 Korps verwenden. Ich würde sagen, er hat mehr Kanonen, das heißt, er hält die rechte Flanke. Heinrich kommt hier rüber. Und ja, die anderen Korps kommen nach und nach als Verstärkung. Boah. Könnten noch echt noch ein paar Brigaden gebrauchen. Bis zu 75, Hammer. Wir greifen jetzt mit 137.000 Mann an. Und die Feinde haben ja minus 15%. Weil wir die restlichen Gemetzel ja gut gemacht haben oder zumindest gewonnen haben. Starten wir mal. Unsere Armee wird verlegt und unternimmt den Versuch, Lees rechte Flanke zu umgehen. Wir legen bereits Gräben bei der Bethesda-Kirche an. Bis zu diesem Bereich. Und da ist noch eine Kirche. Nee. Wir haben die Straßenkreuzung bei Old Cold Harbor eingenommen und bedrohen von dieser Position aus Richmond mit dem Vormarsch. Unsere Infanterieabteilungen errichten derzeit Befestigungen, um diesen neuen Ausgangspunkt für unsere Angriffe zu sichern. Ach, und da ist der Feind. Die Rebellen haben mit der Verlegung ihrer Truppen zur Verteidigung der Straßenkreuzung bei New Cold Harbor reagiert. Oh, hier ist ganz schön viel Niemandsland und sich weiter nordöstlich eingegraben. Ja, da in den Wäldern überall lang. Ihre Befestigung erstrecken sich bis zum Walnussrot. Und zur Old Church Road, wodurch alle Straßen nach Richmond abgeriegelt sind. Wir müssen angreifen und ihre Verteidigung durchbrechen. Ja. Ich glaube, das war auch wieder eine Schlacht für mehrere Tage, ne? Teile unseres Korps kontrollieren die Straßenkreuzung bei Old Cold Harbor und haben sie zu Verteidigungszwecken befestigt. Die Konföderierten mobilisieren ihre Infanterie für einen Angriff. Und ich trinke erstmal einen Kaffee. Schöner, schwarzer, heißer Kaffee. So, sollen sie mal kommen. Sie haben auf der anderen Seite der Straße Befestigung, Verteidigung, durch einen Gegenangriff erstürmen könnten, ja klar. Wir könnten mit einem Gegenangriff angeblich das da einnehmen. Nein. Nicht mit diesen 2 Einheiten hier. Schützen, Schützen, Schützen. Kanonen packen wir mal hier. Starten wir mal. Hätte gedacht, dass hier vorne. Achso.
Wallace! Lauf! Also einen Gegenschlag brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht daran denken. Machen wir auch nicht. Nicht erstmal, also. Nicht zum heutigen Tage. Na gut, das ist dann die Endgeschichte. Ich überlege gerade, wie wir hier auch am besten auch durchkommen. Vielleicht hier rüber. Ich weiß noch, als wir Konföderierte waren, mussten wir hier das einnehmen. Ich glaube, wir haben dasselbe wie wir jetzt hier auch, dass wir angeblich den ihr Punkt einnehmen sollen und sie sollen unseren einnehmen. Zentrale Befestigung einnehmen. Halten. Ja. Da kommt auch schon was. Feuer. Ja, die werden hier umrennen wahrscheinlich. Die Kavallerie wurde gesichtet. Ja, greifen von der Seite an. Scheiße. Angst, dass sie gleich seitlich angreifen. Warte. Ziehen wir uns mal zurück. Ich habe mal einen anderen Plan. Ich lasse sie erstmal kommen. Und wenn sie hier hinter sind, sollen sie mal schön angreifen. Lass die mal hier reinkommen, wie gesagt. Und dann holen wir uns das dann zurück. Wobei ich langsam zweifle, dass der Plan so gut ist, wie ich gerade gedacht habe. Vielleicht nur, bis die Kavallerie so ein bisschen geschwächt ist. Jetzt sind sie nicht schon da. Der rennt gleich. Der hoffentlich auch. Ich will nur gucken, wo sie sich weiter lang bewegen. Oh.
Kavallerie wegschießen und dann wieder zurück in Deckung. So wie hier. Zurück. Können jetzt auch mal schnell die Mauern bemannen. Machen wir das jetzt mal. Und holen uns den Punkt da wieder. Und Feuer. Los! Ah, fuck jetzt. Schade, hätte er klappen können. Obwohl, die bleiben mal ein bisschen in diese Richtung. Drehen und schießen. Los, Rickham! Haut sie weg! Rickham, auf die Kavallerie! Los, Feuer, Feuer, Feuer! Lass sie ziehen und auf den nächsten. Stärken hier, indem wir ein bisschen rankommen. Na, die Kavallerie. Und zurück hier hin. Nur ein bisschen und Feuer, 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 los! Schade. Der klappen können. Oh, da kommt die nächste Einheit. Aber ja, erstmal die Mauern. Machen wir erstmal die Mauern. Wenn wir die noch ein bisschen beschießen können, den Martin. Und wenn die gleich wechseln. Ein bisschen aushalten müssen wir noch. Auf die Kavallerie! Scheiße, ey. Die kommen wieder von hinten. Rickham muss ich jetzt auch wegbewegen. Eine Salve noch. Und zurück. Und zurück. Ah, jetzt werden sie natürlich flankiert. Klar, über die Befestigung wird geschossen. Oh ne, bleibt mal da. Ah, fuck you, ey. Heinrich, hol ihn zurück. Aber ich bin viel zu früh zurückgegangen.
Rickham, ich brauche dich hier gleich. Es gibt hier gleich ein blutiges Sandwich. Rickham, das war's. Komm wieder raus. Wallace, gib Gas. Weiter auf den da. Halt, nur schießen. Verstärkung. Oh, 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 oh. Wir kriegen Verstärkung, endlich. Da freut man sich doch. So. Grimes, gleich da bleiben. Bis dahin. Iron-Brigade, die halte ich zurück. Dahin, so. Laufen. Holt sie mir weg. Kavallerie, Attacke. Attacke hier, voll und zurück. Kanone. Weiter ins Zentrum. Hier, Kanone kann man hier aufstellen. Reiner. Boss, Nahkampf. Nahkampf. Haltet die Linien, Männer. So. Stone wird man hier. Nicht, dass sie noch von hinten angreifen. Weiter. Wallace bleibt jetzt als Backup da. Kommt hier rüber. Kavallerie zurück. Und ja. Unsere rechte Flanke wird angegriffen. Das war unsere linke. Das kann ich, nee, das war Heinrich, ne? Warte mal. Genau, die rechte Flanke. Die sehen auch alle gleich aus, aber ich glaube, die linke, das ist die rechte Flanke, war nicht Heinrich, oder? Das ist Heinrich, weil da mit Kanonen sind. So, Schlacht von Cold Harbor, 1. Juni 1864. Wir verlegen unsere Armee weiterhin in Richtung Old Cold Harbor. Die Konföderierten reagieren mit der Verstärkung und Befestigung ihrer rechten Flanke bei der Straßenkreuzung von New Cold Harbor. Unsere Linie sind überdehnt und bei der Shady Grove Road besonders dünn. Die Rebellen wissen das und scheinen sich auf einen Angriff vorzubereiten. Wir müssen sie hinhalten, bis Verstärkung eintrifft. Dann werden wir uns hinter der Shady Grove Road eingraben und unseren Hauptangriff auf ihre rechte Flanke vorbereiten. Das heißt, eingraben. So. Die Konföderierten halten die Passage zur Old Church Road. Wenn wir die einnehmen, können wir sie heute vom Schlachtfeld vertreiben. Nope. Vielleicht, wenn wir den Hügel da haben. Unsere
provisorischen Befestigung bei den Wäldern in der Nähe des Sumpf werden vom Feind aufs Korn genommen. Wir werden diese Stellung bald aufgeben müssen, da die Konföderierten in diesem Abschnitt zu stark sind. Wir bewachen diesen Abschnitt der Shady Grove Road mit ein paar Brigaden, um den Vormarsch der Konföderierten zu verzögern. In den nächsten Stunden wird unsere Verstärkung aus Nordwesten eintreffen, bei der Bethesda-Kirche in Stellung gehen und Befestigung errichten, okay? General, seien Sie vorsichtig bei dem Versuch, den Feind Schaden zuzufügen. Wir können uns vor unserem Hauptangriff nicht allzu viele Verluste leisten. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich das hier gespielt habe, glaube ich, einmal hier lang gegangen bin und von hier dann aufgeräumt habe. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das hier Sinn macht, hier die Kanonen in Stellung zu bringen, um die zu verzögern. Nee, ich glaube nicht, oder? Also wenn das hier damals von oben, wenn der Feind von hier kam, würde es ja vielleicht Sinn machen, dann wenn wir von hier kommen und die dann vielleicht zurückhauen. Ich versuch's einfach mal. Ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was da ist. Die Einheit geht hier erstmal in den Wald. Die Kanonen bleiben da. Wenn hier was kommt, versuchen wir das in die Zange zu nehmen. Viel Zeit haben wir eh nicht. Gucken wir mal. Aber sie bemannen da die Mauern. Und da vorne sind Einheiten. So, Kanonen. Ab zu tun. Und positionier dich mal ein bisschen geil im Wald. Und da kommt einer. Okay, kannst zurück. Wenn wir die vielleicht aber zurückgeschlagen haben, können wir vielleicht einen Gegenangriff machen. Der Punkt. Ich habe, sie sind Einheiten bestimmt. Bleibst schön im Wald. Ah, fuck. Okay, zurück. Deckung. Attacke. Ah, ein Brigadier wurde verwundet. Fuck you. Attacke. Laufen.
die laufen zurück. Das ist doof. Diesen Punkt geben wir mal auf. Also wenigstens unseren Punkt halten. Feuer. Ah, die werden hier mal rausgeschossen. Halt. Du läufst einfach da. Erstmal in Deckung, okay. So, dann müssten wir die gleich auch laufen. Komm, Nahkampf. Oh, da sind noch mehr. Schade. Ach, jetzt gehen sie doch hin. Jetzt weichen sie doch nicht zurück, verdammte Axt. Los, 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 Männer, Bewegung. Warren Corps nähert sich. Wir sind in Unterzahl und müssen unsere Verteidigung und Stellung sichern. Scheiße. Wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte, aber ich habe es schon befürchtet. Wow, komm mal weiter ran da. Vielleicht sollten wir die Kanonen doch mal hier ranholen. Oh, bringen die da mal zu Fall, da die 300. Die gehen mir so auf den Sack. Hier halten, in Deckung bleiben, verdammte Axt. Wenn wir jetzt hier schön durch den Sumpf angreifen, tun sie auch gerade. Sie sich noch nicht weiter zurückziehen, verdammte Axt. Ah, es sieht gefährlich aus.
muss hier einen gleich zurückziehen. Ich hoffe, dass der gleich läuft. Dann kann ich... Unsere Verstärkung beginnt, unsere linke Flanke zu besetzen. Okay. Kanonen. Gleich hier rein. Zack. So, dann ihr drei. Ihr kommt dann einfach mal hierher. Den Rest an Truppen. Ja. Ihr drei. Weiter. Diese Stellung halten da. Aber sowas von. Munitionswagen, genau, du kommst dann auch hier schön in die Mitte. Hier, Sherman, motivier mal die Truppen da. So, jetzt können wir hier von hinten angreifen. Mal weiter auf die Kanonen. Und weiter. Dass wir hier auch gleich aufräumen können. Aha! Los, tötet sie! Oh, noch nicht Zeit ablaufen, noch nicht Zeit ablaufen. Ich möchte den Gegenangriff machen. Das wird schön werden, das wird schön werden. Weitere Brigaden sind da. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Es kommt von da auch noch Leute. Wohin damit? Ah, der Evans freut sich da gerade. So, 74 Deckung reicht erstmal. Und du bleibst da auch erstmal. Halt. So, die versuchen anzugreifen. Ah, fuck it. Dass ich das einnehme, war klar, nicht klar. Ihr habt ja gesehen, wie viele Einheiten, auch wenn es viele kleine Einheiten waren. Ich glaube, die KI wollte uns da in die Falle locken. Aber versuchen wollte ich. Und ich fand jetzt auch diese Linie, die wir hier haben, war besser als vorher. Hier hinten, die war zu sehr aufgezehrt. Wir mussten es kürzer ziehen, fand ich. Hier wäre einfach zu lang gewesen und die hätten uns hier wahrscheinlich, wenn irgendwann umgangen. Somit kommt man den Punkt auch noch. Um diesen Punkt zu halten, mussten wir nach vorne. Ist einfach so. Punkt. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Gut, dann ich weiß nicht, wie lang der nächste Tag ist. Ich mache hier erstmal einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Ciao.